Aber kommen wir erstmal zum Thema Geld. Die Bundesrepublik hat keins mehr, so viel ist klar. Groß also die Verlockung, sich ein bisschen was zurückzuholen. Von denen, die es dem Staat weggenommen haben. Steuerhinterzieher mit Konten in der Schweiz. Noch größer die Verlockung, wenn man die Daten mundgerecht gebrannt auf einer CD geliefert bekommt. Kaufen oder nicht, das ist die Frage, die jetzt Politiker umtreibt. Befeuert von den Journalisten. Denn die waren es schließlich, die die CD ganz groß rausgebracht haben. Warum der lang verborgene Datenschatz ausgerechnet jetzt auf die Titelseiten gehoben wurde, zeigen Grit Fischer und Josi Wübben. Brisante Daten. Es geht um Millionen. Wer welche Summen vor der Steuer in der Schweiz versteckt hat, ist das große Geheimnis. Die Namen und das Vermögen von 1500 Steuersündern sind auf einer CD gespeichert. Die heiße Scheibe aus der Schweiz ist das Thema. Dass ein Datenhändler die CD für 2,5 Millionen Euro verkaufen will, wusste als erstes die FAZ von einem Informanten. Es war dann so, dass ich ihn am Anfang gefragt habe, haben Sie uns eine Botschaft mitgebracht, wie man das bei Interviews ja immer so macht. Und hat er gesagt, nee, stellen Sie mal Ihre Fragen. Und dann habe ich zusammen mit meinem Kollegen über Erbschaftssteuer gesprochen, über Arbeitszimmer, über Pendlerpauschale. Und dann haben wir irgendwann, als wir fast schon in dieser Smalltalk-Phase waren, haben wir dann gefragt, naja so, und diese Zumwinkel-Sachen, die Liechtenstein-Fälle sind ja wahrscheinlich jetzt alle abgearbeitet. Und da hat er dann aber doch sehr bewusst gesagt, nö, da gibt es ja jetzt eine neue CD. Eine scheinbar beiläufige Information, die tatsächlich ein Scoop ist. Seit Jahren recherchiert Jan im Milieu der Finanzämter. Selten sind die Geschichten so spektakulär wie diese. Selten lösen sie ein derart gewaltiges Medienecho aus. Was ist denn die Erinnerung an den Fall Zumwinkel? Das war eben halt die Tatsache, dass nur ein prominenter Wirtschaftsführer quasi ja, vor laufender Kamera eben abgeführt wird wegen eines Steuerdelikts, für das er hinterher auch verurteilt wurde. Das war natürlich eine spektakuläre Sache. Ich glaube, das ist jetzt jedem als erstes wieder eingefallen. Im Februar 2008 wird die Hausdurchsuchung bei Ex-Postchef Klaus Zumwinkel zum Medienspektakel. Der Vorzeigemanager wird vor einem Millionenpublikum vorgeführt. Die Berichterstattung bei Zumwinkel war problematisch. Also ich finde es nicht normal, dass man bei einer Hausdurchsuchung im Fernsehen live dabei ist. Die Berichterstattung war auch danach bei dem einen oder anderen sehr reißerisch, ohne Kenntnis eines Steuerstrafverfahrens. Auch damals ging es um Informationen von einer gekauften Daten-CD. Von der Razzia wussten viele Journalisten. Als die Ermittler morgens um kurz vor sieben bei Zumwinkel eintrafen, war bereits ein Kamerateam vor Ort. Der Zumwinkel-Fall war erst in den Medien, als es auch schon eine Hausdurchsuchung gab. Dieser Fall ist in den Medien, bevor die Liste überhaupt da ist. Das ist der große Unterschied. Damals hatten Journalisten schon lange vor der Zumwinkel-Razzia von den Ermittlungen erfahren, aber geschwiegen. Bis die Ermittler und Anwälte erschienen. Jetzt, beim aktuellen Steuerskandal, ist alles anders. Die Medien haben sofort berichtet. Den genauen Inhalt der Daten-CD kannten sie nicht. Gezögert haben wir gar nicht. Denn zum einen ist es so, dass wir halt, mitunter kennt man ja seinen Informanten, das war jetzt nicht jemand, der irgendwie sozusagen am Telefon für uns verfügbar war. Wir kannten ihn halt als Person. Er kannte auch uns, sonst hätte er uns das, glaube ich, auch wiederum nicht erzählt. Hätte er sich vielleicht irgendwann wen anders gesucht. Und insofern haben wir einfach schlichtweg das Vertrauen gehabt, es stimmt. Wir haben dann natürlich aber auch das Bundesfinanzministerium noch mal gefragt, ob das eigentlich denn stimmt, ob die das bestätigen können. Und das Bundesfinanzministerium bestätigte die brisante Information. Die geheime Quelle stimmte also. Der Informant aber hatte seine Geschichte bewusst an einen Journalisten lanciert. Den guten altruistischen Informanten, der nur das Gute auf der Welt gibt, gibt es ganz selten. Es gibt immer so Gemengelagen. Der Journalist muss dann abwägen, ist das Interesse des Informanten so, dass es mit meinem Interesse vereinbar ist? Werde ich instrumentalisiert und gerade auf eine Ebene, auf der ich nicht sein möchte. Wir als Journalisten wissen ja immer, wir werden irgendwo auch instrumentalisiert. Wenn man das weiß, darüber nachdenkt, dann ist es ja auch nicht per se schlimm. Und ich glaube, er wollte ganz gerne der Öffentlichkeit mal zeigen, erstens, wir als Finanzverwaltung tun was. Zweitens, wir sind nützlich, wir bringen viel Geld.
auch in die Kasse, wenn das jetzt alles klappt. Ich glaube, so ein bisschen Stolz auch dabei. Vermutlich wollte der Informant den Kauf der CD befördern und den öffentlichen Druck erhöhen. Ein riskantes Manöver. Viele Medien aber positionierten sich ganz klar. Verbergen verboten. Und Bild forderte von der Regierung, kauft euch die reichen Steuerbetrüger. Die Rechnung des Informanten geht auf. Ich bin wie jeder vernünftige Mensch dafür, dass wir Steuerhinterziehung natürlich auch ahnden. Und zu diesem Zweck sollte alles versucht werden, um an diese Daten heranzukommen. Die Financial Times Deutschland glaubte sogar zu wissen, von welcher Bank die Daten stammen. Der HSBC. Sogar die Identität des angeblichen Datendealers gab die FTD preis. RW Falciani. Dutzendfach wurde sein Foto abgedruckt, ohne Zweifel an seiner Rolle. Der Franco-Italiener hat die brisante CD. Die Berichterstattung im Fall Falciani, dass ich jemand mit Bild zeige, dass ich behaupte, das ist jetzt der CD-Datenhändler gewesen, ohne von ihm eine Bestätigung, ohne von den Behörden eine Bestätigung zu haben, ist schon sehr grenzwertig. Weil RW Falciani dem französischen Staat vor knapp 2 Jahren Daten von Steuerhinterziehern verkauft hatte, dichtete man ihm auch den aktuellen Deal an. Reines Kombinieren, ohne zu recherchieren. Es ist so gut gelaufen, weil man irgendeinen Namen haben wollte. Man wollte irgendeine Bank haben, irgendein Gesicht. Der Mann sieht gut aus, er sieht nett aus. Aber er ist nicht der Richtige. Nur eine von vielen Spekulationen. Bald wird es neue Namen geben. Wer sind die Steuersünder, die ihr Geld in der Schweiz verstecken? Jeder Prominente wäre ein neues Medienspektakel. Bei diesen Liechtenstein-Fällen, eben die auf dieser DVD drauf waren, wo auch der Herr Zumbingel von der Post drauf war, hat es ja keinen einzigen weiteren wirklich Prominenten getroffen. Es kann so weitergehen, wie es damals bei Zumbingel gelaufen ist. Kann aber auch sein, dass es letztendlich sehr unspektakulär versandet.